Vom großen Wissen der Experten möchte auch Brigitte Koch profitieren. Sie hat einen Koffer voll mit Kostbarkeiten. Meine Schätzchen sind Meisenfiguren. Ich habe 5 Stück dabei. Und ich liebe sie ja heiß und innig, muss ich mal trennen davon. Ich habe jetzt 30 Jahre im Schrank stehen und jetzt wollte ich sie gern verkaufen heute. Ich oute mich jetzt einfach mal, Frau Koch. Normalerweise sagt man, das ist typisch Mädchenzeug, aber ich finde sie zuckersüß, wunderschön. Echte Meißen ist natürlich auch wieder was Außergewöhnliches, das weiß ich schon mal. Aber die haben ja so liebliche Gesichter, die sind so wunderschön gemacht. Also wirklich ein Traum. Aber jetzt meine Frage erst mal, wann haben Sie angefangen, sowas zu sammeln, zu kaufen? Also, wo haben Sie es gefunden? War ich 30 war ich da. Also vor 5 Jahren? Nee, 30 Jahre sammle ich die schon. Na, jetzt haben Sie was verraten, das dürfen Sie nie machen, eine Kamera ist da. Also. Und wo und wie? Also ich war mit dem Schausteller unterwegs und war also mit Imbiss und Biergarten und war in Annakirmes und in Hamburg und Düsseldorf. Und also quer durch die Republik unterwegs? Und überall, wo ich war. Und hatte ein paar Mal übrig gehabt, dann habe ich gesagt, so, jetzt kaufe ich mir eine Figur. Ne? Und dann hat sich das so aufgebaut. Einfach nur, weil sie so schön waren. Ja, ich fand die so schön. Sie sind auch wunderschön. Aber ich merke, Sie finden die heute noch genauso schön. Ja, also ich liebe die genauso noch heiß und innig. Aber im Alter muss man sich einfach mal was von trennen. Also einfach mal sagen, so Schnitt. Was soll ich dir im Schrank rumstehen haben? Ne? Ja. 30 Jahre hatte ich die. Gut, dann möchte ich jetzt wissen, 30 Jahre Glückseligkeit für die Frau Koch. Rar. Sie sind leider nicht rar. Sie sind so entzückend, dass sie auch schon lange, lange in Produktion sind. Schon über 100 Jahre. 1904 bis 7 von Konrad Henschel modelliert worden und bis heute in Produktion. Und ja, und sie haben so eine Natürlichkeit. Das sind wie lebendige Schnappschüsse sind das eigentlich. Ja, ne? Irgendwie auch zeitlos geblieben. Und diese Farbakzente, die da gesetzt werden, sehr sparsam und ja, sehr natürlich eben. Also Raritäten insofern nicht, weil sie nach wie vor produziert werden. Also es sind neuzeitliche. Ja, es ist eine moderne Ausführung. Man erkennt das natürlich an den Kurschwertern. Die sind ganz gerade und haben keinen Punkt. Dann wäre es die Pfeifferzeit. Und die endete 1934. Daher kann Expertin Heide diese Figuren jünger datieren. Die Faustregel lautet, je älter, desto teurer. Doch dank der guten Verarbeitung haben auch neuere Figuren einen hohen Wert. Gut, aber dann kann man die wahrscheinlich trotzdem relativ gut zuordnen, aber auch vom Wert her. Ne? Genau, genau. Insofern kann ich jedes Figürchen zwischen 800 und 1000 bewerten heute. Also die größeren Figuren würde ich eher sagen 1000. Und somit befinde ich mich bei 4000 bis 5000 Euro. Ich sehe bei der Frau Koch keine große Glückseligkeit jetzt. Ja doch so, also ich glaube 5500 wollte ich haben, wir alle 5. Ja. Na? Gut, jetzt haben wir natürlich nachher ein kleines Problem. Oben sitzen Händler und keine Liebhaber. Wobei das nicht unbedingt das eine oder andere ausschließen muss. Aber die möchten natürlich auch ein bisschen Geld verdienen noch oder müssen natürlich auch. Was wäre denn so das Unterste, wo Sie sagen würden, Mensch, okay, ich nehme sie nicht mehr mit nach Hause? Ist schwer jetzt zu sagen. Schwer, ne? Also. Dann gebe ich Ihnen einen Tipp. Verhandeln. Ja, ein bisschen flirten. Oben sitzen ja auch Herren. Ja, Händlerkärtchen habe ich schon mal länger hier in der Hand, das wackelt hier schon. Sie müssen sich nicht drum kümmern, wir bringen die gleich nach. Sehr schön. Ja, ganz vorsichtig. Ja. Toi, toi, toi. Danke. Ne? Bitteschön. Ich bin eigentlich kein Typ zum Handeln, aber ich hoffe, dass ich das Beste raushole heute. Diesen Wunsch haben die Händler jedoch auch. Schönen guten Hallo. Tag. Hallo. Oh, das ist Meißen. Sehr schöne Arbeit. Hübsch. Sehr schön. Ich fange mal an mit 2000 Euro. Das ist einmal mein erstes Gebot, 2000 Euro. Also meinen Sie jetzt pro Figur oder für alle? Das ist komplett. Komplett, nee, also das ist mir zu wenig. Ja gut, glaub, ist das doppelte Wert. Aber ich habe das wirklich dran. Das kann, wenn ich es jetzt normal verkaufe, bis lieber 2000. Wenn ich es schätzen lasse, dann bin ich bei 3.500, 4.000 Euro. Aber das kann ich nicht bezahlen. Ich würde noch auf 500 Euro pro Figur gehen. Das wären dann 2,5 für das ganze Konvolut. 2,6. Ja. Ja, damit bin ich auch schon wieder aus dem Rennen.
Nein, das ist mir zu wenig. 2800. 2900. Ich mache Ihnen noch mal jetzt ein Angebot. Und dann bin ich raus. 3000 Euro. Oh. Ui. Bar hier am Tisch. Also, ich habe die 30 Jahre gesammelt, noch länger. Und also. Es gibt bestimmt Liebhaber und die sind alle so schön. Also es sind nicht so diese, die nachgemachten, dann die sind alle kitschig in den Farben und so weiter. Also das ist wirklich noch das Original und es ist wunderschön. Polychromfarben sind einfach sehr gut, auch die Vergoldung. Das Kätzchen sieht aus, als wenn das echt wäre. Also es ist so schön. Ich mache noch 200 drauf. Ah, das ist ja gut, okay. 3,2. Aber jetzt hat er den guten Willen wirklich gezeigt. Ja, ich meine es Ihnen ja gut. Ich meine, ich muss nicht haben. Aber mir gefallen's. Also gibst du wenigstens 3,5. Na, 3,2. Conny, 3,5 gebe ich. Mach mir doch 3,2. Ich muss ja auch noch leben. Man muss immer leben und leben lassen. Das ist ein altes Sprichwort. Na gut, ich mach das, okay? Jawohl. Dann kommst du bitte her zu mir, dann kriegst du 3200. Sagen Sie mir bitte noch, welche ist die wertvollste gewesen, weil ich vermute. Also die und die hier. Und diese hier. Aber die sind alle fast gleich. Die kosten alle über 2000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1000. 1, 2, 3, 4, 5. Sie sind bei ihm in guten Händen. Ich hoffe es. 2000. 3.000, noch links noch 4,50er, 3.210. Stimmt's? Ja, stimmt. Sie sind ein bisschen aufgeregt. Ja, ist klar. Geil. Ich bin so traurig. Ich halte sie in Ehren. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Es ging so. Es ging so. Wie viel hast du bekommen? Besser sein können. 3.200. 3,5 hätte ich. Ich hätte da oben noch geknallt bis 3,5. Mann, der hat Ludwig, ne? Ja. Der Kleine. Ja. Ich wusste es eine. Du kaufst nie wieder Figuren, versprochen? Nein, nicht mehr. Das ist lieb von dir. Dankeschön. Dankeschön.